Hallo, willkommen bei ABA Movie, freie Presse, total und recht herzlich willkommen hier im Studio Medienhaus oder hier vorne im Copyhaus. Wir haben zwei Häuser, einmal das Copyhaus, sagt das Wort, Kopien etc. pp. Und das Medienhaus sagt es auch, Medien. Als freie Presse hauen wir einen raus und zwar dieses Video. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Kunden, Zuschauer, Freunde, die gerade mal vorbeigehuscht dieses Video hineingeschaut. Ich versuche auch ganz schnell es zu machen. Es wird gesucht, Künstler aus allen Sparten für Satire, Liedgut, Sprache, Zeichnung. Also jeder freie Künstler, der der Meinung ist, er könne was, er ist aber noch nicht so bekannt oder er möchte gerne mitmachen, hat aber nicht die Gelegenheit. Wir haben einen Green Room, wo wir arbeiten können. Wir haben hier, wie gesagt, das Copyhaus, wo wir die Sachen auch erarbeiten, kopieren, herstellen können. Wir haben das Medienhaus, wo wir Sendungen dann produzieren, herstellen, schneiden und dann auf Sendung bringen. Wir haben auch einen Sender hinter uns, der aber leider nur, Überschrift, der nur im Netz zu sehen ist. Hier in NRW, das ist ein Versuchssender von NRW, wird auch gesponsert vom NRW, also die Ministerin Hannelore Kraft deckt das Ganze. Jeder kann sich dort einen Sendeplatz mieten, auch wir möchten einen Sendeplatz mieten mit wirklich Satire der alten Zeit, wie auch Künstler aus allen Sparten. Wir haben natürlich vor, die sogenannte Satire Wars auf den Weg zu bringen als Sendung. Satire Wars. Kann sich jeder vorstellen. Krieg der Sterne. Wir besorgen die Sachen und so weiter. Wir erarbeiten es. Nach einem sogenannten E-Casting wird natürlich dann die Truppe zusammengestellt. Und dann wird auch gemacht, wenn welche gefunden werden sollten. Ansonsten wird alles Do-It-Yourself, One-Man-Station, One-Man-Show auch gemacht. Wir achten also nicht auf Schönheit, hier darf jeder und zwar von 0 bis 00, also auf Deutsch frei. Die Warnung geht jetzt auch am Ende heraus, hier, ich sehe mir nämlich gerade hier wieder Facebook an. Facebook wurde feindlich übernommen durch die Medien, gesetzlichen Medien, freien Medien und natürlich von den Politikern. Mittlerweile sieht man von vorne bis hinten etwas, womit wir gar nicht mehr klar kommen, weil wir gar nicht mehr wissen, worum geht es denn eigentlich. Von morgens bis abends erlebt man Politik in aller Couleur. Dann erlebt man Hass oder kein Hass oder keine Ahnung. Dann erlebt man alle Sprachen, was weiß ich. Wir kommen damit nicht klar, weil wir sind so nicht. Wir sind total frei. Wir freuen uns auf 7 Milliarden Menschen. Hypothetisch. 7 Milliarden Menschen, mit denen wir kommunizieren könnten, mit denen wir Handel betreiben könnten. Also wir könnten eine Menge, wenn wir wollten. Unsere eigene Philosophie ist, eine wunderschöne Waage zu bauen, die jeglichen Hass so auswiegt, dass der nicht überwiegt. Also Hass bleibt immer alles schön in der Waage. Könnt ihr so viel Hass draufpacken, wie ihr wollt, die Waage bleibt gleich. Da wäre natürlich eine wunderschöne Waage, wenn wir die bauen könnten und dass auch jeder verstehen würde, was diese Waage aushält oder aushalten müsste. Nun denn, also wie gesagt, Facebook rauf, runter, brauche ich keinem erklären, der bei Facebook ist. Ihr seid soeben beim Sondersender NRW TV und NRW TV gibt es im Netz, braucht ihr ja nur googeln. Und da gibt es auch ein NRW TV für jedermann, der auf Sendung gehen möchte. Ihr könnt mit 4K, HD etc. arbeiten, müsst aber dann auf 720p reduzieren, weil das Fernsehen von heute immer noch mit 720p fährt, das als HD ausgibt. Aber so ist es ja. In der heutigen Zeit wird eine Menge ausgegeben. In der heutigen Zeit ist vieles los. Ich sehe auch gerade Xavier Naidoo hat dunkle Schatten über sein Werk. Er hat dann mal wieder was gemacht. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über ihn, kruder gruselig, was immer das sein soll, kruder und dann gruselig, keine Ahnung. Ich wohne nicht dort, wir leben hier in NRW, wir haben eine freie Stadt und diese freie Stadt ist die einzige Optionskommune aller Städte.
und gehört halt zu einer NRW-Gebinde. Ja, was soll man dazu sagen? Wer Lust und Laune hat, wie gesagt, eine ordentliche Sendung zu machen. Und ist also recht herzlich eingeladen mitzumachen. Wird aber vorher ein E-Casting gemacht, ob das Ganze passt. Und die Leute, die nachher passen, daraus wird eine Sendung gemacht. Vorab erstmal Lust und Laune. Ich weiß, keiner muss Geld mitbringen, keiner bekommt Geld. Aber am Schluss sollte es so ein Erfolg werden, wie ihr euch das ständig so vormacht. Und ja, ihr macht euch das täglich vor, oh, das wird eine Sendung, oh, das wird, oh, ich werde viel Geld verdienen. Also sollte es so klappen, ja, dann ist klar, dann kriegt jeder sein Geld. Ist ja wohl klar, weil dann wird es ja Kommerz. Also am Anfang gute Laune und Spaß. Wer mich jetzt gut verstanden hat und Lust und Laune, kann sich erstmal informieren bei Ultra HD Web TV auf der Seite, nur im PC. Nicht auf diesen Zusatz Handy oder sonstige elektronischen, sondern nur im PC. Und wenn ihr euch das gefällt, also wir machen ja, wie gesagt, Star Wars, richtig. Wir machen Satire Wars, auch richtig. Und wie gesagt, wir haben das Copyhaus ganz normal zum Arbeiten und wir haben das Medienhaus auch ganz normal zu arbeiten. Wir sind die totale freie Presse. Wir sind die Typen, die nicht unbedingt arbeiten müssen. Also wir müssen nicht arbeiten. Das ist schön, ne? Ist so. So, andere müssen arbeiten, die müssen Quote bringen, die Sendungen und so weiter, wir nicht. Wir möchten gerne es anbieten. Wer Lust und Laune hat, macht mit. Ne, Grüße und dann unterbrechen wir das Ganze. Hallöchen. Ja, wenn einer hineinkommt, ein Kunde hineinkommt, ob Künstler, ob Normaler, dann wird unterbrochen, weil an sich werden ab sofort nicht mehr solche Videoclips hergestellt. Wir wollen ja, wie gesagt, eine Sendung, deswegen wird aufgerufen, es wird gesucht. Künstler aus allen Sparten, die Lust und Laune haben, ihr Talent vor einer Kamera vorzuführen. Daraus mit uns eine Sendung zu machen. Jeder ist mitbestimmend, jeder kann sich einbringen. Und sollte das einen Riesenerfolg haben, ist klar, gibt es Kohle. Ja, wir leben in einer Haifischgesellschaft. Jeder frisst jeden. Und meistens sich selber sogar auch. Und alles, was er ausschüttet, frisst er auch noch. Auf Deutsch gesagt, kaum noch einer hat Interesse, Talent, lustig zu sein. Am liebsten nur noch giften, angiften oder sonstige Sachen zu machen. So wie hier zum Beispiel ein Bericht von Jens Christian Rabe über Xaver Naidu. Hallöchen. Hallo. Hi. Copy? Copy? Nein. PC? Ich habe dir mal eine Frage. Achso, okay. Ich bräuchte, Weil zu viel zu tun, sage ich einfach nur zwischen 0 und 00. So, mhm. Alle. Ne? So, so ist das. Ne? Alles klar. Also wer Lust hat, macht mit. Wer keine Lust hat, macht auch mit, indem er zuguckt oder nicht zuguckt. Darüber spricht oder nicht spricht. Ihr seid total und recht herzlich eingeladen zu der neuen Sendung. Guck mal, Kamera kann wackeln. Eine Wackelkamera. Ne, ist klar. Ich habe einfach Lust darauf. Ne? Ja, also, meldet euch.